So, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über diesen großen Andrang. Ich muss allerdings gestehen, wir haben auch damit gerechnet, wenn auch vielleicht nicht mit ganz so vielen. Ich hoffe, es wird nicht zu eng. Und ich will auch gar keine lange Vorrede halten, deshalb stehe ich erst gar nicht da am Pult. Weil jede und jeder hier im Saal weiß, warum wir das heute machen. Und man keine weitere Begründung braucht, warum es jetzt wenig dringendere Themen gibt, als sich zu verständigen über das, was aktuell in der Türkei passiert, wie das Land verändert, welche möglichen Zukünfte daraus folgen und wie das die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Türkei verändern wird. Das sind so grob die Themen, die wir heute Abend diskutieren wollen. Ich schicke noch vorweg, dass wir die Veranstaltung Deutsch-Englisch übersetzen, simultan. Schon mal vielen Dank an die Dolmetscherin, weil eine unserer Gäste, Professor Binaz Toprak, wird Englisch sprechen. Sie hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, in einer Fremdsprache hier zu reden, obwohl ich weiß, Sie haben ja in den USA studiert, Sie sind fluently Englisch. Damit bin ich auch schon bei der kurzen Vorstellung unserer Gäste hier. Professor Toprak habe ich schon kurz erwähnt. Sie ist Abgeordnete im türkischen Parlament, und zwar für die CHP, aber das ist nicht der Grund, weshalb wir sie eingeladen haben. Es ist hier keine parteipolitische Veranstaltung, und über den Zustand des Parteiensystems in der Türkei werden wir auch noch reden heute Abend, sondern wir haben sie vor allem eingeladen, weil sie eine der renommiertesten politischen Wissenschaftlerin in der Türkei ist seit vielen Jahren und wegen ihres Spezialgebiets. Sie hat nämlich sehr intensiv geforscht und publiziert zu Säkularismus und politischem Islam in der Türkei. Und das ist sicher eine der spannenden Fragen, die wir heute diskutieren werden. Ihr müsst jetzt mal bitte aufhören, das ist einfach zu laut. Die wir heute diskutieren werden. Also herzlich willkommen, Frau Toprak. Ihren Nachbarn muss ich hier nicht weiter vorstellen, schon gar nicht mit Lebenslauf. Cem Özdemir, Parteivorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Er war der erste Abgeordnete türkischer Herkunft im Deutschen Bundestag, dann anschließend im Europaparlament und macht jetzt einen neuen Anlauf für den Bundestag. War kürzlich erst in der Türkei im Gezi Park und auf dem Taksim und freue mich sehr, dass du es geschafft hast, heute hier zu sein, Cem. So, die nächste in der Reihe ist auch eine Berühmtheit, Shermin Langhoff. In der Türkei geboren, kam mit 9 Jahren nach Deutschland, arbeitete dann lange Jahre im Film, unter anderem mit Fatih Akin, war dann Kuratorin am Berliner Theater Hebel am Ufer, dem Hau, gründete 2008 das postmigrantische Theater am Ballhaus Naulinstraße, und ist jetzt mit Beginn der neuen Spielzeit zur Intendantin des Maxim Gorki Theaters in Berlin berufen worden. Nochmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Und last not least in der Runde Ulrike Dufner, seit vielen Jahren unsere Büroleiterin in Istanbul. Früher in Ankara, und jemand, der als Wanderung
Ach, stimmt. Überlegt. Okay, okay. Also das ist eine andere Geschichte. Das stand mal zur Diskussion, aber stand mal zur Diskussion. Also bewegt sich wie ein Fisch im Wasser zwischen beiden Welten, Bundesrepublik und Türkei, und spielt für jemanden, der eine internationale Organisation dort repräsentiert, eine sehr aktive Rolle, auch in der Demokratiebewegung in der Türkei. Herzlich willkommen, Ulrike. So, wir haben uns abgesprochen, dass wir die ganze Diskussion in drei Runden gliedern wollen, mit drei großen Fragestellungen und Themen. Nämlich erstens, also wir wollen uns, das will ich noch vorweg sagen, jetzt nicht lange aufhalten heute mit aktuellen Informationen und Berichten. Also ich gehe mal davon aus, dass Sie alle, wie wir auch, ständig verfolgen, was los ist. Und dass man jetzt nicht die Zeit damit vertun muss, Erlebnisberichte hier zu geben, sondern wir wollen uns konzentrieren, ein bisschen mehr auf Hintergrund, genauer zu verstehen, was da stattfindet, warum es stattfindet und was daraus resultieren kann. Also erstens geht es in der ersten Runde um die tiefer liegenden Ursachen und Triebkräfte für die Proteste, die wir aktuell sehen. In der zweiten Runde wollen wir diskutieren, was wird aus der Protestbewegung, was könnte aus ihr werden, gibt es die Chance auf eine nachhaltige Veränderung der politischen Landschaft in der Türkei. Und in der dritten Runde soll es um Türkei, Europa und wir gehen. Also die Frage, wie verändern die aktuellen Ereignisse die europäisch-türkischen Beziehungen und was können wir, also zivilgesellschaftliche Akteure in der Bundesrepublik, tun, um die europäische Integration der Türkei zu befördern und die Demokratiebewegung weiter zu unterstützen, mit einem langen Atem zu unterstützen. Und dann hoffe ich, dass wir noch genügend Zeit haben, um zumindest einige Fragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum hier verhandeln zu können. Also, steigen wir ein mit der Frage, was sind eigentlich die Triebkräfte, die diese Proteste jenseits ihres aktuellen Anlasses, der Bebauung des Parks, hervorgetrieben haben, angesichts einer politischen Bilanz der AKP und des Ministerpräsidenten, die doch bis vor kurzem als Erfolgsstory gegolten hat. Kräftiges Wirtschaftswachstum, Türkei gilt als die europäische Tigerökonomie, Baubranche und Tourismusboom, viele Infrastrukturinvestitionen, wachsendes Ansehen der Türkei im Nahen Osten, zumindest bis vor kurzem, Domestizierung der Armee, also Bruch mit dem tiefen Staat, dem kemalistischen, sagen tiefen Staat, was doch auch eine wichtige Etappe war in der, sagen, Europäisierung der Türkei. Und last not least auch diverse Anläufe, ganz aktuell jetzt wieder für eine politische Lösung des Kurdistan-Konflikts. Und trotzdem jetzt eine so massive gesellschaftliche Oppositions- und Protestbewegung. Vielleicht kann man sogar sagen, dass diese Proteste, sagen, eine Art Bumerang-Effekt sind einer, sagen, Modernisierungspolitik à la AKP und Erdogan, die mit dazu beigetragen hat, dass die städtischen Mittelschichten in der Türkei gewachsen sind, selbstbewusster geworden sind und dass postmaterielle Werte heute eine sehr viel größere Rolle in der Gesellschaft spielen als vor 10 Jahren.
Also jetzt geht es nochmal genau darum, sich einen genaueren Reim zu machen auf das, was da gegenwärtig stattfindet. Und ich würde gerne beginnen mit Binas Toprak und Sie bitten, mal Ihre Einschätzung der Situation vorzutragen. Right. Thank you very much. Even though you said let's not share information, may I just say one or two sentences about the toll and the viciousness of the police. As a result of what has been happening, 4 people have died. 12 people have lost their eyes because the police directly shot the pepper gas shells into their faces. There are thousands who are wounded, some of them very severely with head injuries or injuries of internal organs. Some are still in coma. And again, hundreds are under custody. So, you know, this is the toll of this building that the Prime Minister insists, which is a replica of an old barracks, insists that he wants to put there. To come back to your question about the root causes, it's true, I agree. I think the AKP government did quite well on a number of issues originally, and especially between 2002 and 2007. The Prime Minister was respectful of opposition views. He sort of listened to them and sometimes backed down, even though, you know, he was pushing for whatever was in his mind. But after 2007, things began to change. And in the last few years, he has become more and more and more authoritarian. I mean, I could just tell you the parliament scene, for example. The present government was formed in 2011 after the elections where the AKP got 50% of the vote. I mean, this is something probably unheard of in democracies. And they quite often boast about this, although you might wonder whether, you know, such a high vote for a single party shows you is indicative of a well-functioning democracy, because it doesn't happen anywhere else. I mean, the most that parties will get is around 30-35%, but that's besides the point. And because of this 10% barrier, they are about 60%, they occupy about 60% of the parliament. The parliament right now is the most, how should I put this, is an institution that's totally useless. I mean, I'm serious, it's not a parliament, it's an assembly for the AKP to pass any law or any legislation that it thinks fit. Because no matter what you say, no matter how much you argue, and sometimes, you know, issues come up that any person with a little bit of conscience would vote for, such as proposals for laws that would ban hate speech, such as proposals for LGBT rights, such as proposals for other kinds of rights and so on, immediately, to the very last person, they will say no, and that's it. And so that it doesn't work. It doesn't work like a parliament. It's totally useless. In the last few years, anybody who opposes the government has been either put into jail. There are lots of journalists who are spending time in jail for books they've written or for articles they've written. The Prime Minister calls them terrorists when he's questioned about this. In Western countries, he says, well, they're not journalists, they're terrorists. But everybody knows that, you know, these are well-known journalists, some of them. Many have lost their jobs in the media and in the press. People that were well-known 5 years ago are no longer on the scene because
owners of newspapers or owners of television stations are afraid that you know the government might take action against them, financial action, so they sort of fire anybody who has opposition views. The judiciary doesn't function at all because its decisions are almost in every case pro-government decisions. The president, who's supposed to be a bipartisan person, although he's a soft man and speaks softly and so on, until now he hasn't turned down any legislation that the AKP has brought. So that, for example, recently after the Gezi Park events, when the government decided to give the name of Yavuz Sultan Selim to this third bridge that's going to be constructed in Istanbul, which is a name that infuriates the Alevi. This is a sultan, Ottoman sultan of the 15th century, who almost wiped out the Alevi from the Anatolian geography, and he decided that he's going to give that name. And people were, you know, screaming against it, and yet, you know, the liquor ban and all that was approved. All government positions, from the top down to almost the janitors in the building, are appointees, and they are people who are close to the government. Just to give you an example, the president or the chair of the Istanbul Orchestra is a man who used to work for the Istanbul municipality in its graveyards, for example. He has nothing to do with music. He doesn't know music. And when you complain about it, the mayor says, well, I'm happy with him. He doesn't have to know music to be the director. This is true of, you know, all institutions of the government. The higher board of education is now under their control, and the higher board appoints rectors to various universities in Turkey who are pro-government people. One of them, for example, recently said that it was a slur against the Greeks and the Armenians and the Jews in the country, that people who were protesting were, probably Jews and or pro-Jewish, pro-Greek, pro-Armenian people. The police violence has been rampant in previous cases when there were demonstrations, especially against young students, and protests have been severely punished in courts. Just to give you an example, there is this famous Hopa case where, again, because of this pepper gas business, a man died, and students were protesting about it. They were taken into custody without being taken, without a trial. They were kept in prison for 6 months, and I attended the trial after the end of 6 months, 26 students, university students. What did they do? Half of them protested the prime minister when he came to their campus by shouting against him, and the other half threw eggs to a minister at a different occasion. And guess what the prosecutor is asking for them? 48 years. I mean, this is mind-blowing. 48 years of imprisonment to these young students simply because they protested. The same thing recently happened at the famous and most important university, one of the most important universities in Turkey, the Middle East Technical University. When the prime minister was there, there were 4,000 policemen on campus trying to protect him. You know, that was the argument. And then, the police beat up the kids. Also, in addition to all of this, what has happened in recent times is that he is, and this is, I think, what infuriated these young people most, he has been, even though he promised that he's not going to interfere in personal lives and that people can be free to live as they want,
In fact, he has been. For example, he doesn't like a statue that the in a town in Kars, for example, this famous case, he doesn't think it's a nice one, and he wants it to be knocked down. And the mayor, even though the municipal government took the decision to put up that statue because he fears the prime minister, knocks it down. And this statue was being constructed by a very famous artist in Turkey. He doesn't like television series, especially the famous one about Süleyman the Great. He doesn't like the way the women are dressed there, so he orders the series to end. He doesn't want us to eat white bread, francella, which everybody in Turkey likes especially, so he's trying to ban it. Because brown bread is healthier. He ordered that there should be no salt in restaurants on the table because salt is bad for you. It's just ridiculous. This is one after another. Abortion, he tried to ban. All feminist and women's organizations were out on the streets demonstrating week after week, at which point he had to back down. But de facto it's banned because no doctor now in the country dares to abort women who want an abortion. Which, of course, only hurts poor women because rich women anywhere in the world always get abortions. You always can find doctors in sterilized conditions who will perform it. If not, they can always come to some European country and get it. It's going to be these poor women in poor areas of the cities and peasants who try to abort themselves with needles and, matches and so on. He almost banned cesarean sections, that there are too many cesarean sections, so that, again, it's very difficult to get to give birth through a cesarean section right now. And it goes on. There are announcements in the metro, young people, please behave yourselves, act morally. Or he himself is saying that he has this office in Istanbul which overlooks the boat pier. That carries passengers from the Asian side to the European side. And he says, well, I watch out from the window and I can't just believe how those women are dressed, He was trying to ban liquor, which was already the case in several Anatolian cities, but this has also spread to Istanbul, so that, for example, a few years ago, Newsweek had this caption that said, "Cool Istanbul," because Istanbul was this great city. Now you go to many of these areas and they're quiet, they're like ghost towns, because municipalities, AKP municipalities, local municipalities, will not allow tables outside on the street because there's liquor. So anyway, what I'm trying to say is that this whole thing, I think, burst out because the young people said enough, and especially with this liquor thing recently, because if you were in Taksim Square and the environment and in Gezi Park, that was one of the major slogans. People started drinking on the streets, which never happened before, and calling names, his language. So let me stop here, but I think what has happened is that these young people surprised everybody, because everybody thought that these young people are apolitical, they're not interested in politics, and indeed they're not in politics as we know it. They don't go to rallies, many of them don't vote, and so on. But they're interested in issues that that are very important for their own philosophy of life, such as environment, for example, such as women's issues, such as gay rights, such as disarmament, and the like.
It's a new group, you know, generation of young urban people who are highly educated, very highly educated, with the, which the prime minister loves to call scums of the earth or whatever. How would you translate Chapulja? I don't even know how to translate it. Or whatever. So it's the revolt, and I've been what they're doing now. Well, maybe we'll discuss it in the second part, because they're now holding neighborhood forums. Okay. So, but that's the second part of the story. So, thank you very much. You're welcome. Wer will weitermachen bei der Ursachenforschung? Also, wir haben jetzt sozusagen eine Beschreibung der Entwicklung Erdogan, seiner Politik, seines Regimes gehört, die zunehmende autoritäre Wendung. In vielem erinnert das so ein bisschen an Managed Democracy, gelenkte Demokratie, seinen russischen Stils, aber gleichzeitig an so eine Art kalvinistische, würde ich fast sagen, Modernisierung, also Wachstumspolitik, ja, Puritan, ja, sittenstreng, autoritär, ja. Ja, also bitte weitere Überlegungen und Erklärungen. Who wants? Shermin. Bin Aktivistin irgendwie in diesen Dingen und mache mir eigentlich gar nicht so viele politische Gedanken. Aber was ich bemerke, ist natürlich, diese AKP ist irgendwann an die Macht gekommen und es gab einen zuvor. Und ich glaube, das ist eine Tragödie, die uns immer noch begleitet. Es gab davor sozusagen keine Kräfte, die andere Wege haben einschlagen können und andere Alternativen haben bieten können und heute auch nicht Opposition genug und nicht stark genug sind, um Alternativen zu bieten. Das finde ich wirklich eine große Tragödie. Stimme der gesamten Beschreibung natürlich zu in all diesem autoritären Verhalten. Sie haben auch schon angesprochen, was meinen Bereich natürlich besonders betrifft, die Skulpturen, die er entfernen lässt. Und es gibt noch viel mehr Erfahrungen. Zuletzt ist es Mehmet Ali Alabura, der getwittert hat am 30. Mai. Denkst du, das geht nur um diesen Park hier, mein Freund? Und seitdem hat der Premierminister auf jeder Großkundgebung, die er in der letzten Woche gemacht hat, auf drei Kundgebungen Mehmet Ali Alabura zum Ziel, zum Provokateur eines Umsturzes deklariert und ihn freigegeben, um es deutlich zu sagen. Das ist etwas, was man durchaus kennt, das ist nichts Neues. Der sicher uns allen im Kopf, im Herzen und sonst wo liegende schwere Fall Hrant Dink, der auch zur Zielscheibe gemacht wurde von verschiedenen Kräften. Das ist eine Politik, die wirklich ganz rigoros betrieben wird, um Meinungsfreiheit, Ausdrucksfreiheit in der Kunst zu verbieten. Das Ganze ist gepaart und ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, wenn wir von vor der AKP, nach der AKP, während der AKP sprechen. Ich hoffe auf einen nach der AKP. Dass wir nicht vergessen, dass es schon auch genauso die kapitalistischen Kräfte waren, die bürgerlichen Kräfte waren, um deren Ressourcen es ging. Also für mich war das immer auch ein Kampf zwischen islamischen und kemalistischen Kapitalisten, Bourgeoisien und Mächten und Kräften, soweit ich das von außen sehen konnte, weil es natürlich auch immer um mehr geht. Und all diese Komplexität, glaube ich, muss man sozusagen auch sich vorführen. Und man muss sich die Komplexität vorführen, dass diese Regierung zwar von 2001 bis 2007 und auch weiterhin wahnsinnig viel geschaffen hat, was das Volk zur Zufriedenheit leitet. Wir sprechen von Krankenhäusern, von Straßen, von Dingen, die man spürt als Mensch, der wohnt dort oder sogar als der einmal im Jahr dort ist. Gleichzeitig erleben wir aber auch und auch verstärkt in den letzten Jahren durch genau solche Aktionen eine Zuspitzung von einem Monokulturalismus
und die Förderung sozusagen von nur bestimmten Kräften, alles gepaart, aber auch mit einem Neoliberalismus. Also die Fragestellung ist, warum sollen wir denn den Staatstheatern das gesamte Geld geben? Es gibt doch so viele freie Theater, die sollten doch auch was bekommen. Der Hintergrund ist natürlich auch durchaus berechtigt. Also die Staatstheater sind zum Teil Apparate, wo wirklich ganz viele Kollegen angestellt sind, die nicht arbeiten, bürokratische Gebilde und so, die da gewachsen sind. Aber natürlich gäbe es andere Wege, nämlich die der Kontrolle. Es gibt ein Gremium, ein künstlerisches, das alle 5 Jahre eine Arbeit evaluiert. So ist das hier üblich an Staatstheatern und Stadttheatern. Und also es gibt da sozusagen sehr viele Ambivalenzen bei der ganzen Geschichte. Worin es keine Ambivalenzen für mich gibt, ist das, was ich erlebt habe im Gezi Park. Ich war in der Woche vom 24. Mai bis zum 3. Juni in Istanbul. Und dort habe ich nicht nur die unglaubliche Möglichkeit eines anderen Zusammenlebens in einem kleinen Stück Erde vorgeführt bekommen und durfte ein Stück davon partizipieren, sondern ich habe dort wirklich die Gewalt, die maßlose Gewalt, die eine Polizei nur ausüben kann, wenn sie freigelassen worden ist, wenn sie nichts befürchten muss. Das haben wir heute auch wieder gesehen. Der Mörder von Ethem Sarıçülük, der Polizist, ist wegen Notwehr heute freigesprochen worden. Der junge Mann, der in Ankara von einem Polizisten erschossen wurde. Also wir haben hier es, und es gibt noch viel mehr Komplexitäten, vielleicht können die Politiker, die sich noch mehr damit beschäftigen, auch was dazu sagen. Es gibt natürlich diese Verschwörungstheorien oder Realitäten von der Gülen-Bewegung, die in der AKP ja eine andere Kraft wäre, für die steht Abdullah Gül dann und für die steht ein Arınç und für die steht ein Kulturminister und für die stehen dann auch Eyüp Cans und Elif Şafak und andere Intellektuelle. Also es sind nicht nur Nichtskönnende oder von Musik nicht verstehende Direktoren. Da wird durchaus was aufgefahren. Und dass deswegen Erdogan diese One-Man-Show hätte irgendwann tatsächlich auch machen müssen, weil er von anderen Kräften in der Partei. Also es gibt wahnsinnig viele Komplexitäten in diesem Land. Deswegen kann ich nicht so viel, doch ich kann was über den Mai sagen. Anfang Mai, Atomkraftwerk, Unterzeichnung mit denen, die für Fukushima verantwortlich waren. In der dritten Woche Mai die Regelungen, die neuen Regelungen zur Verschärfung des Alkoholkonsums oder Nichtkonsums. Und da sprechen wir von 25 Millionen Menschen, die Alkohol trinken. Das ist so ungefähr die geschätzte Zahl in der Türkei. Und dann in der letzten Woche, was Sie schon erwähnt haben, die dritte Bosporusbrücke zu benennen, nachdem der für den ersten Massenmord, Genozid, Säuberung, wie auch immer Sie es in der Wissenschaft definieren, an den Aleviten verantwortlich war, 1512. So, das sind Ereignisse, die wirklich eins nach dem anderen im Mai passiert sind. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es diesen Widerstand, egal ob es um Gezi Park ging oder um das Emek Sineması oder die Gazi Mahallesi, das ist auch kein neuer Widerstand oder der Trans-Widerstand. Sie haben die Lesbians, Gays angesprochen, die gestern zu Zehntausenden gelaufen sind auf der İstiklal, sehr viel mehr als sie sonst sind. Her yerde hep birlikte, überall gemeinsam, das wird zum Motto auch dieser Bewegungen. Was aber eben erlebbar ist, ist eine unheimliche Gewalt. Und das ist für mich der Punkt, wo jegliches Vorher-Nachher-Denken, welche Ursachen und welche Zukunft es hat, erstmal zur Seite gedrängt wird und wo ich wirklich menschlich und als Künstler die wahnsinnige Pflicht empfinde, was dagegen zu tun, was zu unternehmen, damit diese Gewalt aufhört. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir es nicht so lang machen, weil ich finde es ganz toll, wie das mit den Foren und Plänen funktioniert in Istanbul, in den Parks. Und ich habe das Gefühl, hier sind wahnsinnig viele tolle, junge, engagierte Leute, die auch was zu sagen hätten. Gut, aber ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen die Kompetenz abrufen, die es auch auf dem Podium gibt. Vor allem nachdem es dir eingefallen ist, nachdem du gesprochen hast. Das habe ich dramaturgisch so eingefädelt. Cem hat sich schon gemeldet.
Also erstmal möchte ich, weil die Ulrike das nachher nicht sagen kann, der Heinrich-Böll-Stiftung einfach ein großes Kompliment aussprechen, nicht nur für die Veranstaltung heute Abend, sondern für das, was die Ulrike Dufner und ihr Team, ihr tolles Team da in Istanbul leisten. Ich habe das selber gesehen, die Böll-Stiftung ist ja in der Nähe vom Taksim-Platz in Istanbul, wer es weiß, und die haben einfach kurzerhand das Büro in ein Lazarett umgewandelt. Und da konnten Leute... Ich weiß gar nicht, ob die Ulrike da irgendwie dafür eine Genehmigung einholen musste. Wenn, dann ist der, geht der Dank auch an die Führung. Wenn sie es nicht gemacht hat, ist es auch richtig. Die haben, als ich nämlich mal eine E-Mail-Nacht schrieb, weil da komme ich immer dazu, E-Mails zu schreiben, kriegte ich ein paar Minuten später eine Antwort und war völlig schockiert, was die machen. Da erzählte sie mir, dass sie Nachtschicht hat diese Nacht. Also das macht die Direktorin bei uns selber. Also erstmal zu dem, was passiert. Ich glaube, das eigentlich Spannende ist hier, wer jetzt die Türkei und die Debatten in der Türkei ein bisschen verfolgt, der kennt ja die alten Schlachtordnungen. Die alte Schlachtordnung, du hast es gerade ein bisschen angedeutet, das ist die Schlachtordnung, da sind die religiös-konservativen und diejenigen, die abgelöst worden sind, das war der autoritär-nationalistische oder kemalistische Komplex. Das waren die Schlachtordnungen und die haben gegeneinander demonstriert und protestiert und die Wettbewerbe ausgetragen. Über Medienkonzerne, über Unternehmerverbände, über was auch immer. Nur das, was da passiert, das hat damit nichts zu tun. Und der Versuch des Ministerpräsidenten, das unter diese Konfliktlinien einzusortieren, der funktioniert deshalb nicht, weil die Leute sehen, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Das sind nicht die Leute, die sich das alte Regime zurückwünschen. Und mit allem, was Binaz Toprak gesagt hat, hat sie völlig recht. Ich kann jedes Wort unterstreichen. Nur die Alternative, und das ist jetzt ein bisschen blöd, es trifft ja immer die Falschen auf dem Podium, weil immer die Leute auf dem Podium sitzen, die es genauso sehen, wie man selber sieht. Aber die Leute, die da demonstrieren, die wollen ja nicht, dass das Erdogan-Regime ersetzt wird, also quasi, wenn man so will, ein osmanischer Kapitalismus ersetzt wird durch ein Regime, das sich die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückwünscht. Die Alternative zum Osmanischen Reich ist nicht ein jakobinisches Regime. Das ist keine Alternative, weil dann ersetzen wir quasi ein autoritäres Regime durch ein anderes autoritäres Regime. Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, weil jetzt die Frauenrechte angesprochen worden sind, als man in der Türkei, wenn der Vergewaltiger die vergewaltigte Frau geheiratet hat, da gab es eine Strafminderung. Wo war damals die CHP? Warum hat sie sich darüber nicht echauffiert und das geändert? Das hätte man machen dürfen, wenn es die große Partei der Frauenrechte ist. Oder wie war das mit Ehrenmorden? Ja, sie changed. Yes, but it changed. Yeah, 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 but unfortunately, it wasn't changed before when the GHB could have done it, or the CHP or other parties could have done it. So where were the Kemalists at that time when it was about women's rights? Women's rights was about headscarf, but that's it for Kemalists. The rest, that women decide what they want to do, was never an intention of the Kemalists, and that's the problem of Turkey. Aber zurück, warum rede ich eigentlich so auf Englisch? Also, könnt ihr auch Schwäbisch schwätzen. Also, ich finde, das Spannende ist, dass hier im Prinzip etwas sichtbar ist, was in der Türkei von der Untergangsphase des Osmanischen Reiches bis heute immer von allen hart bekämpft wurde. Wenn man so will, eine liberale und jetzt heute übersetzt eine ökologische, bürgerliche Kraft, die Ökologie, Demokratie und Freiheit möchte. In der Untergangsphase des Osmanischen Reiches wurde es bekämpft. Da gab es dann die Jungtürken, übrigens am Anfang noch bejubelt von Armeniern, von anderen, die gehofft haben, dass jetzt quasi bürgerliche Freiheiten kommen. Wie es ausging, weiß man 1915. Dann später beim Befreiungskrieg in der Türkei, der ursprünglich ein Befreiungskrieg von unten war, bis die Kemalisten ihn sich geschnappt haben. Dann später, als die AKP an die Macht kam, ja auch am Anfang eine Koalition von Liberalen und von Leuten aus der AKP, wir kennen das ja noch in der Frühphase, dann hat die AKP irgendwann mal einen Tritt in den Hintern versetzt nach dem Motto, wir brauchen euch nicht mehr. Und jetzt gibt es erneut einen spannenden Anlauf von ganz jungen Leuten. Ich hoffe, dass die nicht verheizt werden, so wie frühere Generationen der Türkei verheizt worden sind, die unglaubliche Kreativität mit sich bringt. Für mich als Politiker, ich kann da nicht anders, stellt sich jetzt natürlich die spannende Frage, wie übersetzt sich das in Mehrheiten? Wie übersetzt sich das in Politik im Parlament? Und das ist das die Krux an der Sache. Denn wir sind uns hier, glaube ich, alle einig, aus diesem Parlament in der Türkei wird es sehr schwer, das zu übersetzen in Politik. Und mit den Medien übrigens auch. Also, wo sind die Medien, die das transportieren?
Wo sind die Parteien und die Politiker, die das transportieren? Ich glaube übrigens, dass ein großer Erfolg der Protestierenden heute bereits ist, dass es, egal was Herr Erdogan sagt, eine Auswirkung hat auf den Diskurs in der Türkei. Weil da kann keiner mehr dran vorbei. Diese Versuche, das zu eskalieren, sind ja kein Zeichen von Stärke, sondern es ist ja eher ein Zeichen von Schwäche, weil er merkt, da ist was, wogegen er mit den klassischen Methoden der Denunziation nicht ankommt. Darum ja immer mehr Schärfe, weil das, was der Ministerpräsident macht, ist ja im Prinzip, er verbindet das Schicksal, sein Schicksal, weil es geht ja um ihn. Sie attackieren ja nicht die AKP, sie attackieren ihn persönlich, die Protestierenden. Und er zwingt die AKP in die Solidarität mit ihm und sagt, wenn ich untergehe, geht ihr mit mir unter. Und dadurch sagt er, wenn ich untergehe, geht auch das Land unter. Und das ist der Versuch, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, macht die AKP das mit? Also, oder hat es dort auch Tendenzen von Leuten, die sagen, es gibt auch eine Grenze der Loyalität, die sagt, erst das Land und dann Erdogan. Das ist die spannende Frage, ob sie das Rückgrat aufweisen oder nicht. Wie kann das ausgehen? Wenn die Eskalation fortgesetzt wird, wird es zunehmend autoritärer. Genghis Chanda hat geschrieben, die Alternative ist auf der einen Seite, ich tue mich immer schwer mit diesem Begriff, man muss da immer aufpassen, weil meine türkischen Freunde sind sehr großzügig mit diesen Kraftworten, aber ich zitiere ihn jetzt einfach mal, entweder es wird faschistoider oder es wird demokratischer. Eine dritte Alternative sehe ich nicht. Zwischen diesen zwei Alternativen bewegt sich das hin und her. Ich will aber, um da auch ein bisschen Wasser in den Wein zu leeren, die Veränderung in der Türkei wird aus der Opposition, aus dem Taksim-Platz alleine nicht erfolgen können. Sondern man braucht auch das andere Spektrum dazu. Denn wenn man was am Taksim-Platz lernen konnte, ist es, dass dort ja nicht nur unsere Freunde sich befunden haben, sondern kamen ja dann auch vereinzelt Frauen mit Kopftuch, Händchen halten mit ihren Freunden, was Herrn Erdogan vielleicht nicht so gefallen haben dürfte. Da kamen ja die berühmten Fußballfans der verschiedenen Vereine und so weiter. Das heißt, was man da ahnen konnte, war, wie die Türkei sein könnte, wenn der Staat seine Menschen so lassen würde, wie sie wollen. Okay. Türken, Kurden, Aleviten, Sunniten, Religiöse, Nicht-Religiöse, Raki-Trinker, Ayran-Trinker und vielleicht die, die es mischen, ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Also alle die, mit Kopftuch, ohne Kopftuch, auf einem Platz zusammen, haben gezeigt, sie können da leben. Ich habe dort Dinge erlebt, das hätte ich mir nie träumen lassen. Da lief kurdische Musik, dann kamen Nationalisten vorbei, die da auch mit protestiert haben, haben gesagt, jetzt wollen wir die Nationalhymne hören. Und interessanterweise waren es die Frauen, wir waren da ja zusammen, die dann dazwischen gegangen sind und gesagt haben, Mensch, warum wollt ihr nicht einfach mittanzen? Dann haben die gesagt, ja, ihr spielt ja immer nur kurdische Musik hier. Dann haben die gesagt, die Frauen, ja gut, dann wollen wir doch mal schauen, ob ihr lassische Tänze kennt. Dann auf einmal konnten die ja nicht mehr raus aus der Situation und mussten da Seite an Seite mit Leuten, mit denen sie wahrscheinlich nie in ihrem Leben vorher getanzt hätten und sich das nie hätten vorstellen können, zu lassischer Musik Kurden und türkische Nationalisten lassische Nationaltänze aufführen. Ich war völlig geplättet und sprachlos. Also zum Schluss gelingt es, dass jetzt aus der Bewegung was Permanentes erfolgt. Dazu wäre wichtig, dass es nicht einfach ausläuft. Das wäre sehr schade, wenn das jetzt ausläuft, weil wie lange kann man solche Demonstrationen aufrechterhalten? Wie lange reicht die Kraft, immer wieder einfach zu demonstrieren? Wenn Herr Erdogan klug wäre, würde das auslaufen lassen. Der macht es ja anders, aber wenn er klug wäre, würde es einfach auslaufen lassen, weil irgendwann auch die längste Kondition irgendwann zu Ende geht. So, und jetzt ist die Frage, was sind die politischen Forderungen am Anfang? Ulrike kennt die Forderungen, diese vier Punkte, der Park und die Bestrafung derer, die da und so weiter. Alles vernünftige Forderungen, die man hätte leicht erfüllen können. Leicht erfüllen können. Jetzt ist aber ein Punkt erreicht, wo die Bewegung sich überlegen muss, wie übersetzt sie das? Beispielsweise auf die Frage, was heißt es für das Zulassungsverfahren für Parteien, um bei Wahlen zu kandidieren? Was heißt es für die 10%-Hürde? Was heißt es für die Unabhängigkeit von Medien? Das müssten jetzt im Prinzip die Dinge sein, wo man die Plattform weiterentwickelt mit diesen Punkten. Und dann wird man spannend sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und mein Wunsch wäre natürlich, dass die Linie von Binaz Toprak, die Linie wird der JHP, denn dann gäbe es tatsächlich eine Opposition, die Herr Erdogan auch fürchten müsste. Vielen Dank. Das war jetzt das Bild, was sich auch schon in den vorherigen Beiträgen rauskristallisiert hat, dass da
auf dem Taksim und in den anderen Städten, in denen protestiert wurde, sich so ein Gegenbild herauskristallisiert einer anderen Türkei, einer kulturell und politisch pluralistischen Türkei gegen zwei autoritäre Traditionen, zwei autoritäre Modelle. Damit sind wir jetzt schon mitten in der Diskussion, in der zweiten Runde, der zweiten Runde. Was kann daraus politisch entstehen? Wie kann sich dieser spontane Protest in eine organisierte Bewegung verwandeln? Gelingt es, sich auf eine gemeinsame politische Plattform zu verständigen, die nicht auf alles oder nichts setzt, sondern die sagen, es sind politische Bewegungsspielräume eröffnet, ohne jetzt gleich einen frontalen Machtkampf sich zu stürzen? Ulrike, wäre dir dankbar, wenn du schon ein bisschen mehr auf die Zukunft reflektieren würdest, wobei die Zukunft, ich meine die nähere Zukunft, zum Beispiel auch die Frage, welche Bedeutung die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr haben werden. Ich würde gerne trotzdem nochmal auf die erste Runde ein paar Ergänzungen dazu machen, und zwar irgendwie, wer war eigentlich auf dem Platz? Beziehungsweise, ich glaube, wir sollten uns auch wegbewegen aus dem Gezi-Park und vielleicht in die anderen 60 Städte der Türkei. Wir wissen bisher eigentlich nur, es gibt zwei Studien über die Leute, die am Gezi-Park waren, das wissen wir. Es sind Leute, die im Durchschnittsalter von 29 Jahren haben, die weder in zivilgesellschaftlichen Organisationen organisiert sind, noch jemals in ihrem Leben zuvor überhaupt politisch aktiv waren. Also das ist eine Klientel, die wir sozusagen jetzt nicht in den Frauengruppen, nicht in den Umweltgruppen und also die eigentlich da gar nicht sind. Sondern das ist eine, zumindest wir können aber wirklich, es gibt noch meines Wissens keine Studien, die über Istanbul hinausgehen. Zumindest 90% ist es eine Klientel, die sozusagen, glaube ich, erstmal muss man feststellen, die nicht in dieser zivilgesellschaftlichen Organisation eingebunden waren. Das Zweite, glaube ich, was wichtig ist, ist, dass die Hauptforderung, das haben wir ja hier in diesem Filmchen, den ich auch sehr schön finde, gesehen, es konzentrierte sich tatsächlich auf den Rücktritt von Erdogan. Es war nicht, wie du auch gesagt hast, Cem, es ging nicht um die AKP, sondern es konzentrierte sich auf Erdogan. Und ich glaube, dieser Erdogan hat insbesondere in diese Kreise hinein, der hat sich, das muss man sich einfach mal, wir übersetzen, wir nehmen statt Erdogan einfach Angela Merkel. Angela Merkel ruft Freie Universität Berlin an und sagt, bei dem heutigen Festival wird kein Alkohol ausgeschenkt. Also er hat es ja auch immer selber gemacht. Also das muss man sich also wirklich auch mal durch, deswegen konzentrierte sich, glaube ich, auch der ganze Protest gegen ihn, weil es gab eigentlich politisch nicht nur kein Parlament, es gab auch keine AKP, die sichtbar war. Es gibt nur Erdogan politisch als Erscheinungsbild. Und dann ließ man mal kurz Abdullah Gül und Bülent Arınç, während Erdogan im Ausland war, etwas friedvollere Töne vom verlautbaren, die aber dann sofort von Erdogan auch wieder eingefangen wurden. Diese Jugendlichen konzentrieren sich, glaube ich, das auch jetzt an diesen Treffen, die jetzt nach diesen Protesten in den einzelnen Stadtteilen durchgeführt werden. Also ich habe jetzt an einigen mittlerweile teilgenommen. Die wollen mit Parteien gar nichts am Hut haben. Also mit keiner, wie du sagst, keiner der politischen Parteien, aber auch nicht mit den linken politischen Parteien. Von den Grünen wissen sie nichts, wenn man leider das, womit sie sympathisieren, ist mit der BDP, also zumindest in den Stadtteilvierteln, in denen ich teilgenommen habe. Das ist nicht sozusagen keine wissenschaftliche fundierte Erkenntnis. Das ist die pro-kurdische Partei, die hat in ihrem Programm ökologische Fragen aufgenommen, die hat eine Frauenquote in ihrem Programm. Und das waren zum Beispiel, also ich habe jetzt am Sonntagnacht bei uns, ich wohne auf einer der kleinen Prinzeninseln, an einem dieser Foren teilgenommen und die Jungen fragen mich, welche Partei hat eigentlich in der Türkei überhaupt eine Quote? Das war eine der ersten Fragen, die sie interessierte von den jungen Mädels. Und dann habe ich gesagt, meines Wissens die Grünen und die BDP. Was, Grüne gibt es auch? Ach, haben wir noch nie gehört, die sind ja unwichtig. Aber BDP ist einfach stärker verankert. Und ich glaube,
das, was diese Leute suchen, ist eine Ausdrucks- eine Möglichkeit, wo sie sich ausdrucken können, jenseits dieser klassischen verbrauchten, politisch verbrauchten Parteien in der Türkei. Und ich glaube, also aus meiner Sicht, da bin ich ja wirklich überzeugt, entweder es gibt eine neue dritte Partei irgendwann oder es wird eine dieser zwei Parteien, BDP oder die Grünen werden, die diese Gruppen an sich ziehen können. Die Grünen in der Türkei sind politisch einfach sehr, sehr schwach, das muss man einfach sagen, sodass sie einfach gar kein Image haben. Und ich glaube, die BDP, soweit ich das weiß... Ich soll jetzt mal was dazu sagen, was es bedeutet, um in der Türkei in Wahlen teilzunehmen, also was die Hürden sind. Und dann vergleichen wir das mal mit den deutschen Grünen, dann gäbe es uns nämlich auch nicht. Ja, also vielleicht nicht nur, es ist eben wie das, was in der Öffentlichkeit immer diskutiert wird, ist die 10%-Hürde in... die es gibt, um ins Parlament einzuziehen, aber es gibt ja eben noch eine viel größere Hürde, dass man in der Hälfte aller Bezirke des Landes organisiert sein muss. Man muss Parteibüros in der Hälfte aller Bezirke haben, um überhaupt an Wahlen teilzunehmen können. Dann ist die 10%-Hürde ist dann die nächste große. Das heißt, es ist sozusagen, es gibt keine Kanäle für politische Artikulation letztlich. Das heißt, eine Partei, die wie die Grünen seit 10 Jahren sich bemühen, auf die Beine zu kommen, hängen da immer fest. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass wir begreifen müssen, dass es sich um eine Klientel hat, die politisch bisher nicht eingebunden in irgendeines dieser politischen Spektren überhaupt war. Die, und dass sozusagen auch die JHP aus meiner Sicht kaum eine Chance haben wird, diesen Demokratisierungssog, der von diesen ausgeht, wirklich aufzufangen. Und das Dritte, es gibt die Diskussion in der Türkei, dass Erdogan an dieser autoritären Gehabe festhält, weil er letztlich eigentlich genau die Menschen innerhalb der AKP, die doch noch irgendwo ein Gewissen haben, eigentlich irgendwie niederknüppeln will, mit dem er sozusagen alle auf diesen autoritären Kurs einschwört. Wir hören, dass die AKP intern immer unruhiger wird, aber es zeigen sich keinerlei Tendenzen, dass mehr außer 2, 3 Stimmen sich von Erdogan auch nur kritisch, irgendwie, auch wenn es nur halbkritisch wäre, distanzieren würden. Das heißt, es deutet darauf hin, dass es Erdogan gelingt und das ist auch das, was wir hören. Sie setzen darauf tatsächlich, wie Cem es sagte, dass diese Proteste auslaufen, weil es einfach physisch sehr anstrengend ist, irgendwie sich wochenlang von Trenngas niederstrecken zu lassen. Die setzen darauf, dass es ausläuft und dass diese Foren, die es jetzt gibt, über die wir sicher jetzt gleich noch länger sprechen können, dass auch da der Atem nicht ausreicht und dass sozusagen sie zu Business as usual übergehen kann, gepaart mit zusätzlichen Restriktionen, insbesondere was die Medienberichterstattung anbelangt. Also es gibt jetzt auch schon Übergriffe auf Journalisten, ausländische Journalisten in der Türkei. Es gibt weitere Verhaftungen von Journalisten, kritischen Journalisten in der Türkei. Das heißt, ich nenne es jetzt mal so ganz drastisch, die Gleichschaltung der Medien wird vorangetrieben und dann wird es natürlich immer komplizierter, Zugang zu anderen Informationen zu bekommen. Sprich, das Szenario von Cengiz Can, ich würde jetzt nicht Faschismus als Begriff nehmen, aber die breite Masse bekommt gar keine alternativen Angebote mehr oder Informationsangebote mehr, außer dass es eben Terroristen waren, die auf dem Platz waren, die unmoralisch waren, die in der Jami Sex betrieben haben und Alkohol getrunken haben. Und so versucht er irgendwie sozusagen die Massen wieder hinter sich zu bringen. Ja. Gut, vielen Dank. Ich meine, das... Die Ankündigung, dass wir jetzt noch länger über dieses und jenes sagen reden können, beißt sich natürlich mit dem Wunsch, das Publikum möglichst bald einzubeziehen. Also haltet euch bitte kurz jetzt in der zweiten Runde. Wir machen jetzt nochmal einen schnellen Durchgang für die nochmal zu der Frage, wie weiter Stellung nehmen werden. Sie hatten sich schon zu Wort gemeldet. Yes, I want to say a few things and follow what both Cem and Ulrike said.
about these young people and what they were trying to do. Just a few sentences. I think what we saw there was a utopia that came true. I mean, it was incredible. You probably have read about it, how everything was distributed free, even glasses to protect the eyes, you know, swimming glasses, and food, and medicine, and so on, and how neighborhoods helped. And it's true, like Cem said, I mean, I've heard, for example, in the park, a group of young men shouting that they are the soldiers of Atatürk, and right next to them are people who are against the military and are shouting, "We won't kill, we won't die, we won't be soldiers of anyone." And these two groups are right next to each other. There's no distance between them, and they don't fight. And the same is true about these football fans, you know, who always fight normally after a game, but they were sporting it. And what's more important, class differences disappeared. I mean, I've heard young people, for instance, talking in near Taksim, who were walking behind me. I couldn't hear what one of them said, but the other said, "Well, why do you say so, Abi? We're one of them as well." And these were working class people, working class kids, you know, who were working. So anyway, this was a utopia. What they showed to Turkey, I think, is that another Turkey is possible. Another Turkey where people with all kinds of differences, you know, lesbians together with the turban, headscarf girls, right next to each other and helping each other and so on. So this was quite something, something that I think was never experienced before, at least not in Turkey. About its effects, I sort of liken it to the 68 movement. I was in the United States before it got politicized, let's say, when it started as a movement of these flower children. What were they saying? They were rebelling against the American establishment. The fact that their parents would ask them to wash their hands before they came to eat dinner. The fact that the parents asked them to clip their nails and take a shower every day. And not drink and not have sex, that they had to be celibate before they got married and so on. The whole American establishment, think of movies of the 50s, and think of movies later on. The world forever changed. Yes. I mean, that movement too was suppressed. It didn't last. It's true. I mean, they weren't there all the time anymore with these dirty feet and long hair and having not taken a shower for, I don't know, you know, these hippies and flower children. But they changed the world, and they changed establishment values forever, I think. And I think that's what's going to happen here. Sure enough, you know, this will die out, at least gathering. But for the last 4 days, I've been going to neighborhood forums of these of the young people. That's what they're doing now. There's several of them in Istanbul, in various neighborhoods. I was going to a smaller one, and I got quite friendly with many of them. Originally, during the first days, they had these utopic ideas again of, can't we establish a state where there are no political parties, there's no state structure, there are no leaders, there's no money involved, everything is free, and so on. And then yesterday, for example, on the fourth day, they started to have committees and what they're going to do about the next elections and, you know, what can be done, whether they're going to work within the current political parties or outside of them and so on, or how they can influence parties so that they themselves can show candidates. So what I'm trying to say is that
Even if it dies, I think this neighborhood, the consciousness of a neighborhood, and the fact that local politics is important and that they can make a difference, that will stay on, I think. And also the idea, this utopian idea, their image of a future Turkey where everybody, despite ethnic differences, despite religious differences, despite sexual preferences and so on, can live next to each other without having this incredible polarization and so on. Right now, I don't think any of them think that political parties can do it, that they want to change the language of politics. And there are some signs that some, at least within my party, for example, the leader was saying, well, we have to change our own language too. We learned the lesson. I don't know whether this will be done or not. I mean, my party is another another issue that I won't even another bring mess. Up here. But at least there is that consciousness in the minds of, at least within my party, let's say, of reformists within the party, that something has to change. The programs have to be rewritten. That is this old language that no longer is meaningful, you know, for this young generation of people. Pinas, unfortunately, so I have so to cut you. I'll leave here, but I think even if the movement dies out physically, I think it's going to have lasting effects. And I think that whichever party comes to power, including Erdogan himself, I feel that he's going to think twice or maybe four times before he sort of orders people again to do something that they don't want to do, that's an interference in their lives. Vielen Dank. Das war eine sehr, für mich jedenfalls, mit meiner Halbdistanz und meinem Halbwissen, eine sehr interessante Parallele zu 68. Und zwar deshalb, ich weiß ja nicht, wie weit sie trägt, aber man kann den Gedanken einen Moment lang durchspielen. Ich meine, die Veränderungen, die von 68 ausgingen, die waren vor allem auf dem Feld der politischen Kultur. Und es dauerte sehr, sehr lange, bis sich das in das Parteiensystem übersetzte in der Bundesrepublik, und in vielen Ländern übersetzte es sich gar nicht ins Parteiensystem. Ist das ein mögliches Muster so für years to come in der Türkei? Also Shermin. Die Grundlage für so ein Muster, auf das Muster kannst du ja dann eingehen, aber für mich war das tatsächlich irgendwie in der Beschreibung, natürlich verstehe ich all das, klar zeigt sich wahrscheinlich, dass sich nicht die Oppositionskraft dort bilden kann, weil einfach die Zugänge gesperrt sind, nicht nur über die Quoten, sondern eben auch über die vielen Bezirke, in denen sie aktiv sein müssen, was Organisationsformen angeht. Aber es ist was Unglaubliches passiert. Neben der Tatsache, dass es diese Utopie und diese Möglichkeit gab, und für mich war es dann vor allem so Çarşı mit Fenerbahçe, Galatasaray und Beşiktaş, was dieses Bild irgendwie unglaublich gemacht hat. Was passiert ist, ist einfach, und das kann, glaube ich, jeder aus seinem eigenen Mikrokosmos erfahren, ist genau die Erfahrung, die du bestätigst mit den Statistiken, die am Gezi Park gemacht worden sind, nämlich, dass die jungen Menschen politisiert worden sind, die ja durchaus eine große Population in diesem Land darstellen. Meine Schwester, und jeder kann so ein Beispiel geben, ist noch nie so aktiv gewesen auf der Straße, im Netz und so kreativ irgendwie an Aktionsformen. Das ist das, was ich auch hier in Berlin in der Solidaritätsbewegung erlebe. Ich musste jetzt schon 2, 3 Demos retten, weil ich so ein bisschen Demo-Erfahrung aus meiner Jugend habe, weil das junge Menschen waren, die einfach Lust hatten, was zu tun und was zu sagen und was zu tanzen und was zu malen und ihre Meinung auszudrücken, ihre Meinung kundzutun, die für wert zu erachten, keine Selbstzensur auszuüben. Das ist wirklich, und da würde ich dir total recht geben, das ist eine Basis für politische Kultur, für eine Wahrnehmung, für ein, es lohnt sich, sich einzumischen, man will sich einmischen, es ist eben nicht die Lethargie, es ist nicht irgendwie das sich Begnügen mit dem, wie es ist, und es ist auch nicht von ungefähr, dass diese Energie entstanden ist, dort, wo die Gewalt, und da haben wir vielleicht auch eine Parallele, insofern spannend, darüber nachzudenken, und ich glaube, dass diese Veränderung allein ist für mich ein Wahnsinnsgewinn,
bei all den Verlusten, die unglaublich sind und die schmerzhaft sind und nicht verzeihbar sind und die wirklich geahndet werden müssen und zur Verantwortung gezogen werden müssen, das erfordert das Menschenrecht. Und da, das ist auch, glaube ich, trotzdem eine Sache, an der wir dranbleiben müssen und wichtig. Und ich wäre insofern optimistischer. Es ist tatsächlich ein anderer Grundstein gelegt worden, eine andere politische Kultur, vielleicht erstmal der Weg geöffnet worden in der Türkei, und das in einer Jugend, die merkt, sie kann nicht einfach sozusagen ihren Jobs oder ihrer Joblosigkeit nachgehen, sondern möchte was zu dieser Gesellschaft sagen. Das bewegt mich sehr, und ich denke, das ist wirklich ein Grundstein. Und das Zweite ist aber auch, dass bei allem, was Sie beschrieben haben, was du beschrieben hast, Max, am Anfang, was auch diese Veranstaltung einläutet, was diese Republik so darstellt und was dieser Tayyip Erdogan, der Premier, darstellt, dieses Bild ist eben auch wirklich jetzt international beschädigt. So. Und das finde ich auch einen großen Gewinn dieser Bewegung, dass sozusagen nicht alles so lackiert und nach außen hui irgendwie zu sehen ist, und dass auch kritische Stimmen im Ausland Position bezogen haben. Insofern bin ich optimistischer, schon allein von dem, was bisher erreicht worden ist. Genau. Und gebe Arbeit. Vielen Dank. Was mich noch sagen, bewegt und beschäftigt hat, ich habe ja Erfahrungen sagen, mit türkischen oppositionellen Gruppen vor allem hier gesammelt über einen längeren Zeitraum von politischem Aktivismus, und mir ist immer auf den Geist gegangen diese unglaubliche Militanz. Also in der Sprache, im Habitus, ja, dieses Machotum und diese Gewaltrhetorik und manchmal auch Praxis. Und das ist ja jetzt richtig anders. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Errungenschaft auch, um eben nicht in die Falle zu laufen von jetzt einer gewaltsamen Polarisierung, die die Regierung ja eher anbietet. Das gilt für die Protestierenden, aber die sind ja nicht weg, Ralf. Die sind ja nach wie vor da und warten auf ihren Moment, dass sie das übernehmen können. Und im Prinzip ist es quasi, gibt es mindestens zwei Gruppen, die hoffen, dass diese jungen Leute scheitern. Das eine ist die Regierung und das andere sind genau diese Gruppen, damit sie nämlich den Laden übernehmen können. Kann nur hoffen, dass das nicht passiert. Ich finde, der Demokratieteil der Bewegung, das kennen wir auch von früher schon. Was zur Demokratie dazukommt, das ist der Ökologie-Teil. Und das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, dass zum ersten Mal in der Türkei die lokalen Initiativen gegen Atomkraftwerke, gegen die dritte Brücke, gegen das Kanal-Istanbul-Projekt mit unabsehbaren ökologischen Konsequenzen für das Schwarze Meer und tausend andere Dinge, dass das alles quasi entlang von einigen Bäumen kulminiert ist und das Thema Ökologie auf die nationale Tagesordnung der Türkei gestellt hat, neben die Demokratie und neben die Freiheit. Und ich hoffe, dass es da bleibt, weil da gehört es auch hin. Und das ist auch eine Chance für die Türkei. Ich teile das, was Ulrike gesagt hat. Das war ja jetzt eine sehr realpolitische Argumentation, aus den bestehenden Kräfteverhältnissen heraus zu sagen, die BDP will sich öffnen, will sich modernisieren, braucht Partner im Westen. Und das könnte es sein. Aber eigentlich reicht mir das nicht. Ich meine, wer bin ich, dass ich das entscheide? Das müssen die ja in der Türkei entscheiden. Aber ich würde mir wünschen, dass das nicht die einzige Antwort ist, sondern dass es über das hinausgeht. Weil das Spannende ist ja, das ist nicht ein Seitenkonflikt der kurdischen Frage, sondern es ist im Prinzip etwas, was die kurdische Frage als einen Teil des Modernisierungsdefizits der Türkei definiert. Demokratische Frage und nicht einfach als eine nationale. Und das kann sich eigentlich nur übersetzen in etwas Neuem, das tatsächlich die Konfliktlinie neu sortiert und nicht entlang der bisherigen Konflikte, also ethnisch oder religiös sortiert, sondern neu sortiert. Demokratie, und man kann auch Demokrat sein mit Kopftuch. Allerdings hätte aber vielleicht nur die BDP im Moment die Chance, die Teile-und-Herrsche-Politik mit den Kurden zu lösen und sie mit hinter die Demokratiebewegung zu kriegen. Ja, ja, ohne sie wird es nichts. Glaubt es mir. Absolut d'accord. Mir geht es ja jetzt gerade um die Leute, die da jetzt gerade protestieren. Da in der Frage hast du völlig recht, Shermin. Mir geht es jetzt gerade darum, kann daraus auch was Neues erwachsen? Und vielleicht, ich meine, darf seine Kräfte nicht überschätzen und muss realistisch sein, aber
warum nicht sagen, dass wir aus Europa diese neue Kraft unterstützen? Warum nicht sagen, dass wir unseren Beitrag versuchen zu leisten, obwohl wir wissen, wie schwierig das ist mit den Gesetzen der Türkei für die Neuzulassung? Als ich dort war, die Frage, die mir am meisten gestellt wurde, ist: Warum kommst du nicht? Es gab noch eine andere Frage, Shermin. Das war die Frage: Warum gibt es euch nicht in der Türkei? Wo sind die Grünen in der Türkei? Die Frage wurde mir, egal wo ich hinging, wurde ich das permanent gefragt. Und dann habe ich gesagt, die gibt es doch schon. Dann haben die gesagt, ja, aber warum kennen wir die nicht? Dann habe ich natürlich genau die Argumentation, naja, das ist, wisst ihr besser wie ich, nicht ganz einfach in der Türkei. Und wenn man dann sagt, wer alles dabei ist, staunen die Leute Bauklötze. Da sind ja schon mit die bekanntesten Persönlichkeiten der Türkei dabei, Professoren und so weiter, aber halt mit den Möglichkeiten ehrenamtlich, ohne Geld, mit den Gesetzen nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Aber das, glaube ich, ist was, das würde ich mir wünschen. Und letzter Satz, weil jetzt ja alle optimistisch geredet haben, will ich das auch mal so wenden. Ich glaube, dass ein Zurück zum Status quo ante für den Ministerpräsidenten ausgeschlossen ist. Diese Option gibt es nicht mehr. Die hat er sich verspielt, die hat er gehabt, als er von Tunesien zurückkam. Da hatte er so ein kurzes Zeitfenster. Wenn er da das, was ihm sein Stellvertreter und sein Staatspräsident vorbereitet haben, wenn er da weitergemacht hätte, hätte er es vielleicht noch wenden können. Aber das ist zu. Er kann sich, er hat sich ja oft selbst neu erfunden in seiner Geschichte. Aber da... There was a court decision that he could have used as an excuse. He could have hid it behind the court case. Also das hätte er alles machen können, er hat es nicht gemacht. Deshalb glaube ich, diese Bilder werden immer mit ihm reisen. Egal wo er hingeht, werden die Bilder der Polizeiknüppel und so weiter mit ihm reisen. Da kommt er nicht mehr raus. Das, was ihm in Tunesien passiert ist, dass ein Oppositionspolitiker sich nicht mit ihm treffen wollte, das wird ihn jetzt überall begleiten. Er wird jetzt so behandelt werden zum Teil. Ich muss vorsichtig sein, weil man ja nicht weiß, was wirklich passiert. Aber ich vermute, dass er zum Teil so behandelt wird, die Leute, über die er da in der arabischen Welt zum Teil geredet hat. Zu Recht, ja. Das wird ihm jetzt zum Teil selber passieren. Und das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben für den Diskurs in der Türkei. Vielen Dank. Bevor wir jetzt das nächste Fass aufmachen, würde ich doch gerne mal eine Runde mit dem Publikum einlegen. Wobei, ich meine, es sind jetzt vielleicht so 200 Leute im Saal, also werden nicht alle drankommen. Wer eine Frage hat oder einen kurzen Kommentar, möge sich bitte melden. Wir haben ein Saalmikrofon, das wandert. Ich versuche es mir zu merken, ohne Gewehr. Nacheinander, meldet euch dann wieder. Vielen Dank an alle von den Vortragenden auf dem Podium. Sagen Sie kurz, wer Sie sind. Ich bin Jan Bagner, ich promoviere gerade in London zu einem Türkei, zu einem historischen Thema der Türkei. Ich habe auch damals 2007 bei Frau Professorin Toprak studiert. Weiß nicht, ob Sie sich daran erinnert. War das jetzt die Frage? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, es ist eigentlich eine Frage und eine Anmerkung. Wie diese Dynamik erklärt, weil ich glaube, wir waren alle begeistert davon zu sehen, dass da kurdische Jugendliche neben den Leuten von Istanbul United, was mich ziemlich gefesselt hat, diese Bewegung der Ultras, neben CHP-Anhängern, neben Kommunisten, neben Trotzkisten, die ja überraschend auch immer überall dabei sind, neben den Genossen und Genossinnen von Red Hack, die ja auch irgendwie online, ist ja wahnsinnig viel passiert dabei, wie man das konsolidieren kann. Ich glaube nämlich, dass diese Nachbarschaftsassoziationen, von denen ja schon gesprochen wurde, eine Möglichkeit sind. Ich befürchte aber auch, und das sage ich aus eigener Erfahrung, dass da eine gewisse Ermüdungserscheinung auch schnell daraus hervorkommen kann. Ein anderer Kommentar ist, was mich sehr gestört hat, ist, dass deutsche Politiker relativ schnell bei der Hand waren, die Gewalt und exzessive Gewalt zu kritisieren und an den Pranger zu stellen, während gleichzeitig in Frankfurt die Occupy-Demonstration gnadenlos zusammengeknüppelt wurde. Und das passierte zeitgleich. Es hat mich, also ich fand das wahnsinnig erschreckend. Da hätte ich gern vielleicht ein kurzes Statement zu, obwohl ich weiß, dass das Cem Özdemir nicht war, aber wieder eine Einschätzung zu ist. Dankeschön. Übrigens auch nicht. Die junge Dame da vorne hatte sich gemeldet, genau. Wir sammeln ein bisschen, ja. I'm sorry, I don't speak German. I'm from Ankara. I'm here for the summer.
I wanted to ask, first of all, thanks for bringing up other cities as well. Although we love Istanbul, we also did a lot for these protests. I was wondering, the youth is, and the elderly, everyone, has done a lot. And we've talked about the 10% barrier. And I know Professor Toprak knows the youth a lot very well. But I was wondering if there's any chance that you see that this will change by the time the next elections come up in 7-8 months. Because we need to, the other Occupy movements have not really fully succeeded, as they say, is because they couldn't really translate their views into political action. And we want to translate this into political action, but with a 10% barrier, it's impossible. So are we going to be forced to vote for parties that we don't really support just to be anti-AKP? Like, that hasn't worked. Thank you. Thank you. So jetzt wechseln wir mal die Seite. Das ist jetzt ein bisschen Willkür. Sorry. So. Ja, fang einfach an da. Genau, ich bin Stefanie Böckermann, studiere an der TU hier in Berlin und bin seit den Anfängen, seit dem Freitag, wo es angefangen hat zu eskalieren im Gezi-Park, blogge ich mit meinen Freunden aus Istanbul. Hier wird viel von Ermüdigungserscheinungen oder sozusagen erzählt und ich will einfach nur sagen, ich habe 4 Jahre in der Türkei gelebt, bin damals einmal aus dem Bus geflogen, weil ich mich politisch geäußert habe. Vom Busfahrer wurde ich nicht mehr mitgenommen. In einigen Gesprächsrunden bin ich auch sozusagen nicht geduldet worden, weil ich eben meine Meinung geäußert habe. Das, was hier in Deutschland so selbstverständlich ist, seine freie Meinung zu äußern, das war in der Türkei nicht und durch meine Freunde habe ich jetzt gemerkt, dass es gekommen ist. Also es hat sich schon was geändert und das sollte man auch immer direkt sagen. Jetzt gehen wir ein bisschen nach hinten. Ich habe eigentlich noch eine Frage im Kopf, die ich gerne in die Runde geben würde. Und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass was wir gerade hier besprechen, scheint so nur für die Türkei spezifisch zu sein. Also wenn ich aber das, was im Facebook und überall so mitkriege, ist es eigentlich nicht nur da, was passiert, sondern Brasilien, Bulgarien, in allen, Italien hat jetzt angefangen, soweit ich das so mitbekommen habe. Für mich stellt sich die Frage, ob wir jetzt auf der Ebene weiter diskutieren müssen oder ob wir sagen müssen, irgendwas passiert in der Welt, global betrachtet. Also ich für mich interpretiere das so, dass was in der Türkei passiert, hat was Spezifisches. Die Ausdrucksform der türkischen Politik ist eine andere als in Brasilien, Bulgarien, Griechenland, Spanien. Aber die Frage ist doch eigentlich, ist im Kern irgendwas nicht in Ordnung? Irgendwie fehlt mir das. Also ich glaube, es ist gefährlich, dass wir jetzt schon wieder damit anfangen. Die Türkei ist nicht demokratisch und, wo ich total damit einverstanden bin. Aber das ist einfach zu kurz gesehen. Also irgendwas passiert in der Welt und ich muss sagen, ich bin auch gerade in so einer Situation, wo ich enorm meine Vorstellung von den jungen Menschen revidieren muss. Großen Respekt. Also da passiert irgendwas, okay, wo ich glaube, darf ich noch mal kurz 2 Sätze zu Ende reden? Ja, wo ich glaube, da passiert irgendetwas, wo wir noch mal vielleicht bei uns im Kopf Reset machen müssen und irgendwie versuchen müssen, noch mal Sachen neu zu überdenken, ob das politisch, sozial und gesellschaftlich ist. Vielen Dank. Jetzt nehmen wir noch eine Wortmeldung und dann machen wir wieder eine Runde auf dem Podium. Hallo, mein Name ist Kurtuluş Özgökdemir und ich muss grundsätzlich widersprechen, dass das, was jetzt in der Türkei alles auf den Straßen ist, nicht eine Ansammlung von apolitischen Menschen ist. Das hatte eine lange Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte, die beginnt in meinen Augen zum Beispiel auch jetzt mit der Gründung der TGB. Das ist ein Verein in der Türkei, vorwiegend zusammengesetzt aus Studenten. Die hat ja zum Beispiel angefangen, letztes Jahr nationale Feiertage zum Anlass genommen, auf die Straßen zu gehen, Menschen groß und massen zu mobilisieren, 19. bei 29. Oktober. Die haben sich eingesetzt gegen diese Willkür, die stattfindet in den Gefängnissen mit inhaftierten Journalisten, überhaupt regimefeindliche Menschen.
Da waren Hunderttausende vor dem Knast, haben protestiert gegen diese Showprozesse. Der Grund ist der, dass das, was in der Türkei ist, da braucht man nicht zu diskutieren, ob das jetzt ein autoritärer Staat ist, ansatzweise, es ist eine klassische Diktatur. Eine Diktatur, in der die Armee entmachtet wurde, in der zum Beispiel 70% der Medien der AKP-Regierung angehören. Das ganze Bildungssystem wurde reformiert. Okay, worauf geht es jetzt raus? Bitte keine Co-Referate. Co-Referate, okay. Keine, sagte ich. Ja gut, also ich kann jetzt auch mal Frage vielleicht formulieren, speziell zum Beispiel an Herrn Özdemir, warum diese Bildung oder Entwicklung dieser Diktatur von den hiesigen Politikern zum Beispiel toleriert wurde. Ja. Dankeschön. Knackige Frage ist angekommen. So, jetzt machen wir nochmal eine Runde hier auf dem Podium. Ihr müsst jetzt nicht alle Fragen beantworten, sondern greift euch diejenigen raus, die euch am dringendsten zu sein scheinen. Ulrike, fängst du an? Also ich wollte erst noch mal was richtigstellen, falls das falsch verstanden wurde. Nur weil diejenigen, die im Gezi-Park und in 62 anderen Städten der Türkei, muss ich mal irgendwie aufzuzählen, Ankara, Izmir und auf den Straßen waren, nur weil die nicht vorher in irgendwelchen NGOs waren, heißt es nicht, dass sie unpolitisch sind. Das war damit nicht zum Ausdruck gebracht worden, sondern ganz im Gegenteil, es ist eben eine nicht organisierte politische Jugendliche. Und das ist, glaube ich, was Wichtiges, was man festhalten muss. Was ich, wo ich nochmal drauf komme, über die Frage 10%-Hürde, welche Chance sehen, gibt es, dass man die da dran geht, dass sozusagen die Voraussetzung für politische Aktivitäten oder Organisierung irgendwie verbessert wird. Darf ich dir eine Zwischenfrage stellen? Gilt die 10%-Hürde auch für die Kommunalwahlen? Und wann sind die Kommunalwahlen? Die Kommunalwahlen sind, das genaue Datum weiß ich jetzt nicht, sind im März 2000, also im März nächstes Jahr. Die Kommunal, bei Binas, ich glaube, die gilt da nicht, ich bin jetzt ehrlich gesagt, über Kommunalwahlen gibt es keine 10. Jüste on baraj var mı? I'm sorry. Pardon. Yerel seçimlerdeki baraj. No. No, not in municipal elections because it's, you know, something every else, party puts up only one candidate. But, okay. But in, und es gibt jetzt schon, zumindest von den Foren, von denen ich weiß, es ist eine der Hauptforderungen, wo sich, glaube ich, diese Bewegung auch weiter organisieren wird, ist genau gegen diese 10%-Hürde plus gegen das Parteiengesetz. Das ist, wo ich glaube, die sich weiter mobilisieren werden. Und wenn es sozusagen das jetzige Parlament nicht schafft, bis zur nächsten generellen Wahl das zu ändern, dann wird es, glaube ich, eine neue Welle geben. Außerdem, das, was wir zumindest auf der lokalen Ebene erleben, ist, dass die Diskussion über alternative Kandidaten im Raume steht. Also man kann ja auch als unabhängige Kandidaten kandidieren und das auch sowohl für die nächsten Kommunalwahlen jetzt schon diskutiert wird und eben dieses Yes-We-Can-Feeling, also wieso müssen wir denn immer irgendjemanden, der oder die einen Professorentitel und so ein Alter hat, wie können das auch machen? Da gibt es eine wahnsinnige Dynamik und zumindest in den Kreisen, in denen ich, also in den Foren, in denen ich war, geht die Suche nach alternativen Kandidaten los. Ich habe jetzt gerade zu den Fragestellungen gar nicht so viel zu sagen, aber vielleicht doch irgendwie natürlich, also die ökonomischen Kontexte finde ich auch wahnsinnig wichtig. Das ist das, glaube ich, was die Bewegungen, nicht nur die ökonomischen, auch durchaus die nationalistischen Tendenzen, wie sie in Griechenland zu erleben sind, wie sie in Ausschlussmechanismen in Brasilien schon immer und vielleicht verstärkt durch die Ökonomisierung zu erleben sind. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Deswegen habe ich am Anfang auch versucht zu erklären, dass es um einen Kampf, auch um Ressourcen geht, wenn es um politische Kämpfe geht. Und das gilt sicher nicht nur für die Türkei. Und dass wir natürlich befragen müssen, unser System des Einatmens und Aufsaugens und Konsumierens seit mindestens irgendwie dem letzten Jahrhundert, dem ich hold bin in so einer Reflexion und sicher noch länger. Und ich glaube, dass da sich grundsätzlich tatsächlich was ändern muss in Politik. Gleichzeitig ist es natürlich auch romantisch, weil wir haben
Dinge erlebt, jetzt vom arabischen Frühling oder wir werden sehen, wie es in Brasilien weitergeht, wir werden sehen, wie es in der Türkei weitergeht. Es gibt rechte, faschistoide, würde ich sie durchaus bezeichnen, Bewegungen. Wir erleben sie in Europa. In Ungarn kannst du als Künstler nur noch Theater machen, wenn du das Herz am rechten Fleck hast. In der Türkei wirst du als Künstler gefördert, wenn du okay bist und wenn du irgendwie zum System passt oder wenn du eben darin keine Opposition beziehst und du wirst auch noch angehalten, gegebenenfalls wirst du zensiert. Also wirklich unvorstellbare Dinge im Zusammenhang genau dieser Disziplin. Und ich als deutsche Künstlerin weiß einfach, was ein Monokulturalismus und die Zuspitzung eines Monokulturalismus bedeutet, weil wir hatten in diesem Land die höchste Form davon und die höchste Form auch von Diktatur. Und insofern bin ich sensibel für alle Prozesse, die gerade eben Künstler, Intellektuelle, Journalisten, Sie haben es beschrieben, wir wissen, dass es wirklich sehr viel mehr, auch 1500, ich habe nicht die genaue Zahl, waren, als nach dem Militärputsch Anfang der 80er, von dem ich auch betroffen war, als Kind einer Familie, in der es halt eine Kommunistin gab, so. Und also so deswegen hinterfrage ich wirklich alle diese autoritären Systeme und freue mich über neue Entwürfe. Und ich glaube, wir brauchen diese neuen Entwürfe. Und da ist sich das Podium aber, glaube ich, auch einig. Und das gilt ganz, ganz besonders für den ökonomischen Kontext, den wir nicht immer wieder verschleiern dürfen, weil irgendwie war Kapitalismuskritik ja schon fast ein Tabu, übrigens auch in der Kunst. Und das ist aufgebrochen. Wir haben auch seit 2007, das sind 5 Jahre, das ist keine Krise mehr einer Partei oder eines Premiers. Das ist ein Übergang. Das ist also ein Zustand, der nicht mehr als vorübergehend bezeichnet werden kann. Und genauso ist es auch mit der Krise, über die wir immer in Europa sprechen, die Finanzkrise und über die wir in der Welt sprechen. Das ist keine Krise mehr, Leute. Das geht schon über 5 Jahre. Das ist was anderes. So, wir müssen wirklich neue Wege suchen. Mehr als ein Schlag. Also ich mache es jetzt auch so, wie Ralf Füchs gesagt hat, nur auf das zu antworten, wo ich direkt angesprochen war oder mich angesprochen fühle, zu dem Punkt Polizeigewalt nicht nur in der Türkei, das stimmt natürlich. Ich komme aus Stuttgart, gab es im Zusammenhang mit Stuttgart 21, mit dem Zugprojekt, mit dem Bahnhofsprojekt, für die, die es nicht kennen, gab es den sogenannten Schwarzen Donnerstag mit schrecklicher Gewalt leider, das ja jetzt auch im Parlament entsprechend aufgearbeitet wurde. Ich will das in der Dimension nicht vergleichen, aber das zeigt eben, oder in Brasilien, die Bilder haben wir alle in den Medien verfolgt. Ich habe die grüne Bewegung immer so verstanden, dass wir uns erstmal um das Land kümmern, in dem wir sind, aber dass wir zugleich immer auch Internationalisten sind. Insofern ist der Kampf für soziale Gerechtigkeit in Brasilien ein Kampf, den wir mit Sympathie und Unterstützung begleiten. Der Kampf in Italien dafür, dass Herr Berlusconi möglicherweise nicht nur erstinstanzlich verurteilt wird, sondern vielleicht auch eines Tages mal letztinstanzlich verurteilt wird, ist einer, den wir, glaube ich, mit Sympathie begleiten. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht um Kopf und Kragen geredet. Oder der Kampf in Russland um Pressefreiheit gegen Korruption ist ein Kampf, den wir mit Sympathie und Unterstützung begleiten. Das gilt überall in der Welt. Ich möchte nur vor einem warnen. Es gab ja nochmal die Frage mit den anderen Ländern. Das wird auch zum Teil von der Regierung benutzt, das Argument. Guck mal die anderen. Die sind ja nicht besser oder die sind ja eher schlimmer wie wir. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das Argument nicht jetzt ohne Absicht bedient. Da muss man sehr aufpassen, weil das ist das Lieblingsargument der Herrschenden, immer zu sagen, ach, unsere Polizei, die türkischen Polizisten, die sind ja richtig nett. Guckt euch mal die anderen an, die sind ja viel schlimmer. Also aufpassen, dass man das nicht ohne Absicht bedient, sondern überall müssen rechtsstaatliche Prinzipien gelten. Und jetzt muss man schon auch mal der Fairness halber sagen, es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt halt auch Unterschiede. Der Unterschied ist, wir sind halt nun mal ein Rechtsstaat. Wir haben eine parlamentarische Opposition, wir haben bei uns eine unabhängige Presse. Manchmal ärgert mich die Presse, manchmal finde ich es toll, aber wir haben eine Presse, die unterschiedliches schreibt und unterschiedliches berichtet.
Und wir haben Gerichte, die solche Dinge in Frage stellen können und das ja nun oft genug tun, die Regierungen in ihre Schranken weisen, beispielsweise das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das ja die aktuelle Bundesregierung sehr häufig sehr geärgert hat. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ich will auch zur Polizei in der Türkei vielleicht was sagen, was manche wundern wird. Man muss auch da aufpassen, dass man jetzt nicht nur immer die bösen Polizisten sagt. Ich meine, wer redet eigentlich über die Polizisten, die Selbstmord begangen haben? Wir reden über die Polizisten, die wahrscheinlich selber da Traumas. Ich will das nicht falsch verstehen. Ich habe kein Verständnis für die Polizeigewalt. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Aber das sind auch manche davon, die ja im Prinzip Befehle ausführen. Und man weiß ja, dass man die absichtlich auf der Straße schlafen lässt. Das kennen wir von früher, von der Anti-AKW-Bewegung, wo man ja auch versucht hat, die Polizisten durch schlechte Arbeitsbedingungen dazu anzuhalten, damit sie ihre Aggression nachher an den Demonstranten rauslassen. Nichts anderes ist doch das. Also wenn Herrn Erdogan seine Polizei so wichtig wäre, dann würde er sich vielleicht mal um gute Arbeitsbedingungen für die Polizisten kümmern und sie nicht auf der Straße schlafen lassen, damit sie ihre Aggression nachher an den Demonstranten rauslassen. Das ist doch absichtliche Strategie und kein Zufall, meines Erachtens, was da gemacht wird. Auch darüber sollte man, glaube ich, in dem Zusammenhang mal reden. Letzte Frage war, ob wir, ich habe das wir jetzt auf die Grünen oder den Westen bezogen, ob wir quasi da die, ich habe es versucht zu verstehen, ob wir quasi die Diktatur toleriert hätten. Das bezieht sich ja nämlich an auf die AKP-Regierung. Also mir persönlich wäre am liebsten, wenn die Ansprechpartnerin in Ankara, wenn wir dort mit der Regierung sprechen, Binaz Toprak wäre. Das wäre mir am liebsten zusammen mit einer Regenbogenregierung aus Grünen, mit Leuten, die den religiösen Minderheiten angehören, wo Leute dabei sind, die heterosexuell sind, die homosexuell, schwul, lesbisch sind, die allen möglichen Konfessionen angehören. Das wäre mir am liebsten. Nur ich wähle in der Türkei nicht. Ich bin nicht mal türkischer Staatsbürger. Das heißt, ich muss mit denen verhandeln, die dort gewählt sind. Meine Rolle beschränkt sich darauf, dass ich das bestehende Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit zur Kenntnis nehme und dann sage, was ich verändern möchte und woraus leite ich meine Legitimation ab, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, ich leite meine Legitimation, viele in der Türkei sagen ja, Einmischung in innere Angelegenheiten, das geht euch Deutsche gar nichts an, das bezieht sich ja auf jemand türkischer Herkunft aus Ankara-Sicht. Ich leite meine Legitimation aber daraus ab, dass ich sage, ihr wollt Mitglied der Europäischen Union werden, wir als Grüne sagen, die Türkei soll nicht anders behandelt werden wie andere beitrittswillige Länder davor. Aber das heißt dann bitteschön auch, dass ihr die Spielregeln einhalten müsst, die Kriterien einhalten müsst und dann gibt es keine inneren Angelegenheiten. Wer Mitglied der Europäischen Union werden möchte, kann nicht sagen, dass Polizeigewalt, dass Pressezensur oder dass Dinge, dass jemand eine autoritäre Alleinherrschaft errichtet, innere Angelegenheiten werden und da muss man sehr klar sein. Also nochmal, ich wähle in der Türkei nicht, sondern ich muss mit der Regierung, die dort gewählt ist, verhandeln. Das heißt, ich werde immer mit denen verhandeln, die gewählt sind. Das gilt in jedem Land. Aber wenn wir dorthin reisen, dann haben wir das immer, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass wir eben nicht nur das offizielle Programm unserer Botschaft gemacht haben in den Regierungen, sondern über die Heinrich-Böll-Stiftung dann noch ein Parallelprogramm gemacht haben. Wir haben dann die Kriegsdienstverweigerer getroffen, wir haben die Schwulen, die Lesben getroffen, wir haben die Frauenrechtsorganisationen getroffen, wir haben die Ökologiebewegung getroffen, wir haben Journalisten besucht, die im Gefängnis sitzen oder ihre Angehörigen und haben dadurch auch ein klares Signal gesetzt an die Regierung in Ankara, was wir uns wünschen würden. Aber da muss man jetzt auch ein bisschen warnen davor, dass eine Veränderung primär aus dem Ausland erfolgt. Die Veränderung der Türkei wird primär aus der Türkei erfolgen. Unsere Rolle hier ist eine unterstützende. Aber das ist so ein beliebter Irrtum von vielen meiner Freunde gewesen, die aus der Exilbewegung in der Türkei kommen und dann hier in Deutschland lange Zeit Exilpolitik gemacht haben, gehofft haben, dass sie über die Exilbewegung eine Revolution in der Türkei auslösen. Das wird eine Illusion, befürchte ich, bleiben. Die Veränderung erfolgt in der Türkei. Wir unterstützen das, nicht umgekehrt. Vielen Dank, Binaz Toprak. Let me say a few things about this change and inside and outside business. I don't agree with you there, Cem, because I feel that right now, you know, at this stage in 2013,
countries are interconnected. And the outside counts as much as the inside does. I think one of the problems in Turkey today is that EU possibility was lost. And I think there the European Union was also at fault, and especially Merkel here as in Germany and Sarkozy in France. Because I think even though politicians love to say that we're doing what we're doing because of our own people, not because what EU wants, many of the changes that happened in recent years happened because the European Union insisted that these had to be taken into consideration. Half-heartedly, yes. I mean, there's an ombudsman now institution, but the ombudsman is a friend of Erdogan, and he obviously is not going to do much. But nevertheless, the institution is there because the EU insisted. So this business about, you know, change will have to come from inside. Yes, it does have to come from inside. But I think in all countries today, others, you know, always interfere. Look at Austria. When Herder almost won, all of Europe, you know, sort of got up in arms and made sure that he didn't come to power. That's one thing. About the questions, I want to start with the last person who started making an analysis, but then turned it into a question after you warned him. I think he was talking about students in the 70s, if I didn't mistake the sentence, if I'm not mistaken, who went to prisons. He said, it didn't start now. This thing is old. It has a history, these students in the 70s and so on. Didn't you say something similar to that? He talked about the KGB. It's a movement of the last years, also last 10 years. Ha, ben TTB diye duydum. Neyse. Whatever, but Türk Gençlik Birliği. I see. Okay, doesn't matter. It's the same thing. I mean, as far as what I'm going to say, what I was going to say is that this is precisely the point. I mean, what this movement stands for is something totally different from what Türk Gençlik Birliği is trying to do, or what organizations similar to that were trying to do in the 70s, in the following sense that it's for the first time that, you know, there is this young people's movement that didn't start in terms of demands within the paradigm of old politics. You see, this is a new voice, and it has nothing to do with Türk Gençlik Birliği or organizations of that type in the past. It's a new voice because when you look at, and that sort of connects to that other question, I think, about Brazil, Bulgaria, Italy, and so on. Yes, we have to dwell on this. I think the difference in the Turkish case is that for the first time, Cem already said this, whereas in all these countries, the protests are about economic issues, which always was the case in previous protests in history. For the first time, this is about the ecology, you know, trees being cut. And that's something I think very important that distinguishes it. But in terms of this generation, there's this large literature based on studies done, especially in the US, but there might be some here too, that deals with generational changes and generations. And this phenomenon about what this literature calls the Y generation, you know, people born between 1980 and 2000. These dates differ, but people in their 20s and very early 30s, you know, young people. And what they say about this generation is that what we already in a sense talked about, that they're not involved at politics as usual as we know it. But that doesn't mean they're apolitical. That what they really care for is to find a meaningful philosophy of life. And in fact, that's true of their choices of
of jobs that they're really willing to quit a job that's high paying because it's meaningless for them, for a job that pays less, for instance. And I know this from my own daughter, who was born in 1980, 31. When she's not happy, she says, "Mom, I'm going to quit it. I don't care if I don't make this much money," you know, because this is getting to be meaningless for me. And this is exactly what these studies point out, that environment is a very important issue, number one issue for this generation. Meaning in life is something. They never talk politics as we know it. They don't talk about parties. They don't talk about everyday politics with either family or friends or what have you. But they talk about other issues, these philosophical questions about what's a good life and how can we achieve this, and a meaningful life where you don't work for these giant corporations, where you might get paid well, but they mean nothing to you in your own life. So I think maybe, you know, because this has started spreading to other countries, there's some kind of a dimension to that as well, that this generational thing, although, like I said, the others are more in this traditional sense of protest, you know, protesting because they're in an economic bind as compared to the Turkish one. But going back to that 68 parallel, that's what happened in 68 too. It started at France, then went to Berkeley, then from Berkeley to Columbia in New York, Berkeley, California, Columbia. From there, all over the world, including Turkey, and in various variations. By the time it came to Turkey, it turned into a bloody warfare between the left and the right. So the original idea of this, you know, protest, this rage against establishment values and so on, had died down. And of course, the Vietnam War didn't help in terms of that streak continuing. I'll end here, but I think, you know, I think we would make a mistake if we compared this to specifically political organizations like TGB or others. Yes, they joined. Yes, they were there after the second day or the third day, and many others. But I think the original spirit of that Gezi Parkı was something quite different, something quite else. That's all I want to say. And this 10% business, somebody asked. Just before the Gezi Park, about 10 days before, we gave a proposal in the parliament, a legislative proposal, lowering it down to 3%. It was rejected, of course, by AKP. It won't, this 10% isn't valid for municipal elections, but for the next general elections, of course, you know, it's going to be there. And it's terrible because it leaves so many votes outside. You know, you vote, and if the party you vote for doesn't get this nationwide 10%, then your vote goes to the garbage can. So it's a terrible system. You know, no other democracy has it. It's something that the military put originally in the 82 constitution, and now that, you know, of course, it helps the party in power, it's not going to change. Not only they, but, you know, previous governments didn't change it either, obviously, yeah. But the PKK may impose it on AKP now. The PKK, you know. Yeah, so they might have to change it, even though they don't want to. Yeah. Because that's one of their conditions, to lower that percentage. Es fängt jetzt ein bisschen an zu bröckeln und die Luft ist ziemlich dick. Ich würde euch alle vier bitten um ein ganz kurzes, abschließendes Statement. Was tun? Was können wir, was kann Europa und was kann die Zivilgesellschaft, was können wir als engagierte Individuen tun, um die demokratische Entwicklung in der Türkei zu unterstützen? Also mir fallen spontan zwei Punkte ein. Das eine ist tatsächlich zum Beispiel im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses, sobald der wieder irgendwie in Gange kommen sollte,
eher darauf dringen als Grüne oder Grüne Stiftung, das Kapitel 23 für Menschen- und Grundrechte zu eröffnen. Das wäre das Erste. Und das Zweite, diesen jungen Menschen eine Stimme zu geben, das heißt, ihnen auch Foren zu geben, weil wir immer über sie reden und sie selber eigentlich reden sollten. Nächste Veranstaltung. Ja, genau. Genau, eigentlich kann ich mich dem anschließen. Ich glaube, das ist ein Marathon. Uzun ince bir gezideyiz. That's what we said as Chapul just from aus Kreuzberg. Wir sind auf einem langen Fahrt. Und ich glaube, der Kampf um Demokratie ist einfach ein Marathon, nicht nur in der Türkei. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wachzuhalten, dass es wichtig ist, den Druck weiter auszuüben, ob das durch Aktionen ist, durch Foren ist, durch Solidaritätsbekundungen ist, durch solche Diskussionen ist, das zum Gegenstand zu machen, mit dem man sich beschäftigt und mit dem man weitergibt und unterstützt. Und klar wird es vielleicht weniger Demonstrationen geben und die eine oder andere Aktion wird durch Ermüdung weniger sein. Aber ich habe das Gefühl, da ist wirklich was losgetreten, was wir von Herzen und nach Kräften unterstützen können, indem wir solche Foren bieten. Und die Jugendlichen und die jungen Menschen sind da. Sehr viel mehr mussten wir, glaube ich, nicht machen. Ich kann mich vollumfänglich der Ulrike anschließen. Jetzt bitte nicht auch noch Herrn Erdogan belohnen, dadurch, dass wir die Isolation der Türkei quasi EU-seitig noch unterstreichen, indem wir die EU-Beitrittsverhandlungen abbrechen. Denn dann kann er schalten und walten, wie er will, sondern im Gegenteil, ihn zwingen dazu, dass er sich mit den Werten der Europäischen Union auseinandersetzt. Das wäre sehr bedauerlich, wenn wir die Leute hier, die dort demonstriert haben, bestrafen auch noch dadurch, indem wir jetzt quasi die Brücke in die Europäische Union abreißen. Just a second. Darf ich dir noch mal eine Nachfrage kurz stellen, Cem, kurz mit der Bitte um kurze Antwort. Also bisher ging es ja nicht um Abbruch der Beitrittsverhandlungen, sondern ich würde sagen um eine symbolische Pause. Und die Frage ist, ob man sagen soll, wir verhandeln jetzt weiter, wir öffnen das nächste Kapitel, solange die Polizei weiter gegen die Demonstranten wütet. Das ist die Frage. Die symbolische Pause haben wir de facto seit Beginn der Beitrittsverhandlungen. Wenn wir ehrlich sind, verhandeln wir doch über gar nichts. Ich will es mal ein bisschen zuspitzen. Wir haben so als Ob-Verhandlungen. Herr Erdogan tut so, als ob er in die Europäische Union rein möchte. Und Frau Merkel tut so, als ob die Türkei eine ernsthafte Chance hätte, in die Europäische Union reinzukommen. Das ist ein tolles Spiel. Ein tolles Spiel. Es ist von 35 Kapiteln, genau ein Kapitel eröffnet, nicht abgeschlossen. Ein Kapitel. Das heißt, das, was wir zu Recht einfordern, dass es nicht eine Mitgliedschaft geben kann, ohne dass die Bedingungen erfüllt werden, das ist geltende Rechtslage. Mir macht was ganz anderes Sorgen, Ralf. Das ist im Prinzip ein Punkt, über den müssen wir uns unterhalten. Ich will nicht ein neues Ungarn in der Europäischen Union. Ich will nicht, dass ein Land die Bedingungen erfüllt, und dann, wenn es Mitglied ist, die Sau rauslässt. Oder jetzt müssten wir adäquat ein anderes Tier vielleicht sich suchen. Also das will ich nicht. Sondern wir müssen uns als Europäische Union darüber Gedanken machen, wie können wir eigentlich auch durchsetzen, dass die Länder, die Mitglied in der Europäischen Union geworden sind, nach der Mitgliedschaft, bitteschön, okay, sich auch noch an das halten, was sie vor der Mitgliedschaft versprochen haben. Professor Toprak. I would agree with the previous comments. I think what Erdogan probably, this is just a guess, hopes is that the EU will cut off all connections with him and with his government because he himself no longer wants the EU. And he doesn't think that, you know, originally I think he wanted to be for Turkey to be a member because he felt that a party like his, this is way back in 2002,
an Islamic party in Turkey had the only chance for this party to survive is if Turkey democratizes, if Turkey gets into the EU and then is forced to democratize. And once I think he had the upper hand and he decided that he no longer needs that EU participation, he sort of left it off. And that's why it's no surprise that it's only one chapter that's opened and closed. So I think the EU should surprise them. I think the EU should say, well, you know, you applied for membership and we're opening this chapter on democracy and human rights. And here's what you have to do and let's see how much of it you do. And otherwise, I think it will really be a punishment not for Erdogan and his party, but really for people in Turkey who care about democracy, who care about rights, and who care about the rule of law. The rule of law no longer exists in Turkey. The courts don't function. They're under the control of the government, which is a terrible thing, you know, if you can't trust your legal system. So I think, you know, that's what needs to be done. And I think that's what you should push for, you know, for various, at least the German government, not to oppose it and try to punish him because it's not going to be a punishment for him. About civil society organizations, I mean, I remember the women's movement in the early 1980s. It was sort of very parochial and close to itself. And if it became very powerful, if, for example, it could change the criminal code that got rid of this business about rapists, you know, getting away free if he married and so on, and the civil code, it was because the women's movement got very, very strong. And they got strong because with the internet and with the opening up of communications, they formed connections with outside groups, especially with other feminist organizations or women's groups in Europe. So I think this can be done in the case of, you know, other groups as well. Give them support, sort of encourage them and back them in what they do. I think that's something that's manageable, but I don't know, you know, how this would be organized as far as groups here are concerned. Vielen Dank. Ich fand das unterm Strich doch eine ziemlich ermutigende Diskussion, Veranstaltung, vielleicht sogar stärker, als ich zu Beginn befürchtet hatte. Und ich finde, für mich war ein Erkenntnisgewinn, ich will das ganz subjektiv formulieren, dass wir vielleicht nicht zu schnell auf institutionelle Veränderungen auf der Ebene von Parteien und sagen, also repräsentative Demokratie gucken sollten, sondern stärker auf das, was sich in der Veränderung der politischen Kultur abspielt und in der Herausbildung einer selbstbewussten Zivilgesellschaft. Und ich glaube, das ist auch, ich bin da ein bisschen vorsichtig, wir sind ja selbst eine globale Organisation, die auch in Brasilien und in China und in Russland und in Südafrika und so weiter arbeitet. Bin ein bisschen vorsichtig, vorschnell jetzt zu sagen, eine Kampffront. Das war auch schon mal ein Fehler 68. Aber wenn man versucht, ein paar Gemeinsamkeiten zu beschreiben, dann fällt einem tatsächlich auf, das geht fast immer gegen die Arroganz der Macht. Es geht immer um Beteiligung im Sinne von Voice. Wir wollen als Gesellschaft eine Stimme haben gegenüber denen, die die politische und ökonomische Macht innehaben. Es geht immer auch im Sinne von gleichen Rechten als Anerkennung von Vielfalt, auch sagen für Minderheiten. Und es geht auch um das, was man so neudeutsch Good Governance sagen nennt, gegen Korruption, gegen Machtmissbrauch, gegen Rechtswillkür. Das ist vielleicht jetzt nicht besonders spektakulär, weil das nicht der ganz große Systemwandel und die ganz andere Gesellschaft ist, aber das ist ganz elementar für ein menschenwürdiges Leben und für so, wie Selbstbestimmung und Respekt.
Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Element in diesen Bewegungen, was Sie auch die Frage nach dem sinnvollen Leben sagen, gekennzeichnet haben, was eben nicht nur um materielle Güter, nicht nur um soziale Verteilungsfragen sich dreht, sondern sehr stark um dieses Respekt, Würde, Anerkennung, Beteiligung. Und das, finde ich, ist eher eine ermutigende Geschichte, als wenn wir uns wieder alle hinter einem neuen Ismus versammeln. Vielen Dank. Die sozialen Medien weiterhin nutzen. Genau. Ich glaube, über die haben wir gar nicht gesprochen, die wichtigste Plattform. Ihr könnt jeder Einzelne was machen. Ja. Und dann müssen wir noch den Datenschutz organisieren. Also vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend.